In der Notaufnahme erwartet Dr. Charlotte Engel einen Patienten, der sich bei einem Bootsunfall schwer verletzt hat. Notarzt Alexander Heedkamp hat den Mann erst versorgt. Das ist der Herr Erik Mühlheimer, 35 Jahre alt und vom DLRG aus dem See gerettet. Ist momentan, also ich habe ihm schon ein bisschen was gegen Schmerzen gegeben. Er hat unten rechts am Unterschenkel hat er, ich denke, eine Fraktur. Es war ein bisschen weich und eine große Verletzung. Haben wir jetzt auch abgeklemmt. Die Körpertemperatur lag bei 34, als wir ihn, als wir angekommen sind. Wie lange er genau im Wasser war, ist schwer zu sagen. Wir können an der Uhr so ungefähr sagen, wie spät es war. Wir haben um 13.40 Uhr das rechte Bein, also die Blutzufuhr, unterdrückt. Ja. Und, okay. Ja, also nach der Uhrzeit war es ungefähr 20 nach 1. Vorab hatte ich die Information, dass es einen Bootsunfall gegeben hat mit einem Verletzten. Der wies Unterkühlung auf und an dem Unterschenkel rechtzeitig eine Fleischwunde. Doch es sollte nicht bei einem Verletzten bleiben mit nur einer Fleischwunde. Können Sie mir denn ein bisschen was erzählen, was passiert ist? Ja, ich weiß nicht, wir hatten einen Unfall mit dem Boot und ich bin irgendwie rausgefahren. Es ging alles ganz schnell. Ich messe einmal Temperatur bei Ihnen. Ich bin irgendwie in die Schraube gekommen mit dem In die Schraube mit dem Bein, ne? Okay. Der Notarzt hat das Bein abgeklemmt, das bedeutet einen sogenannten Druckverband angebracht mit entsprechender Uhrzeit. Das ist für uns ganz wichtig, denn je nachdem, wie lange der Druckverband dann liegen bleibt, kann es zu irreversiblen Schädigungen im Bein kommen. Das andere Bein oder sonst irgendwas, Becken, Arme an sich, irgendwas nicht, ja? Also wir haben hier nur die Beinverletzung. Es ist noch dran, ne? Nicht erschrecken. Ich wickel jetzt erstmal den Verband ab. Einmal hochhalten. Ja, das wäre super. Der Patient hatte Glück. Das kalte Wasser hat die Blutgefäße verengt. So hat er nicht übermäßig viel Blut verloren. Doch wenn Knochen verletzt wurden, steht ihm eine OP bevor. Ja, das ist schon eine tiefe Fleischwunde, ne? Und da muss ich aber auch sagen, da müssen wir auch ganz dringend röntgen. Sobald wir ihn jetzt hier. Pass auf, hast du Kompressen? Da, ja, ne? Ich genau. Hab noch. Dann würde ich jetzt mal das leicht lockern, dass wir da mal schauen, ob das. Ach so. Was heißt, ich halte mal drauf mit Kompressen und drück mal so ein bisschen gegen, dass ich das komprimieren kann. Ne? So. Nicht, dass das gleich eventuell losschießt. So, ich hab's schon, guck mal hier, ich hab's schon gelockert. Ja. Ich glaube, dass wir Glück haben wegen den Adern. Ah ja. Ja, kommen Sie einmal rein. Ich kümmere mich noch gerade um Erik. Ja. Erik, was ist passiert? Ja, mach mal sauber. Und dann verbindest du. Was ist mit Kai? Machen wir als erstes ein Röntgenbild, bevor wir hier irgendwas anderes weiter. So, mein Name ist Engel. Hallo. Hallo. Sie sind die Ehefrau? Nein, mein Schwager. Aber wo ist mein Mann? Ihr Mann? Wieso Ihr Mann? Die waren zusammen auf dem Boot. Erik, wo ist Kai? War jemand noch mit Ihnen auf dem Boot, als Sie verletzt wurden? Ja, ich war mit meinem Bruder zusammen. Und wo ist der? Ich dachte, es sei die Ehefrau. Sie verneinte dies aber und sagte, sie sei die Schwägerin. Daraufhin gingen alle Alarmglocken los, denn es wurde ein weiterer Patient vermisst. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja danach nicht mehr gesehen. Okay, ich werde sofort anrufen. Die Ärztin ahnt Schlimmes. Wenn sich der Mann noch im Wasser befindet, droht eine Unterkühlung. Bei Bewusstseinsverlust der Tod. Und also der Bruder des unseres Patienten, du musst die Leitstelle anrufen. Ja, alles klar, ich fahre sofort los. Die haben den zweiten gefunden. Also eine zweite Person zumindest werde ich jetzt gerufen. Da ist ja schon der Telenotarzt informiert. Und ich fahre dann jetzt mal los. Ich muss auch erst mal gucken, was da genau los ist, ja? Okay, gut. Okay, dann sehen wir uns gleich. Als ich dann die Leitstelle informieren wollte, war Gott sei Dank auch schon der Notarzt noch vor Ort und machte sich schnellstmöglich auf den Weg. Allerdings brauchte er natürlich auch einige Minuten und zur Überbrückung wurde dann ein sogenannter Telenotarzt eingeschaltet, der den Sanitätern wichtige Informationen und Anweisungen geben konnte. Im Rettungswagen in der Nähe des Sees ist der bewusstlose Patient in einem extrem kritischen Zustand. Per Funk leitet Telenotärztin Dr. Monika Birmus die lebenserhaltenden Maßnahmen an. Der Patient schmiert immer weiter ab. Was ist mit Defibrillieren? Ich sehe gerade, er wird immer schlechter von den Werten. Die Situation wird zunehmend kritisch. Pedals sind dran, sind fertig zum Schocken. Alles klar, Schock empfohlen. Verstanden. Okay, ich lade, weg vom Patienten. Und? Fertig zum Schocken. Los, Schock! Ersten Schock durchgeführt, immer noch Tachykard. Weiter Herzdruckmassage
Die Sanitäter kämpfen im RTW um das Leben des Mannes. In der Notaufnahme ahnen weder dessen Ehefrau noch der verletzte Bruder, wie schlimm es wirklich um ihn steht. Es ist so, dass jetzt ihr Bruder gefunden wurde. Ich weiß nicht, in welchem Zustand. Aber mein Kollege hier, der sie gerade gefahren hat, der ist schon mit dem Auto jetzt los. Ne? Aber das überschneidet sich natürlich zeitlich, sodass jetzt ein Telenotarzt eingeschaltet wurde. Und das ist ein Arzt. Bleiben Sie ganz ruhig, tief durchatmen. Ne? Das ist eine Möglichkeit, dass sich schnellstmöglich aus ärztlicher Sicht einfach um ihn gekümmert wird. Ja? Auf der Leitstelle sitzt ein Notarzt, der über Funk mit den Rettungssanitätern kommunizieren kann, weil die dürfen ja gewisse Medikamente nicht geben. Und da hat er einfach die Befugnis, denen dann mitzuteilen, was sie machen können. Ja, das wird alles über Monitor, da ist das ist total sicher und eine ganz tolle Möglichkeit, eben, dass da Leute schnellstmöglich auch ärztlich versorgt werden, wenn gerade kein Arzt vor Ort ist. Ja? In der Klinik wird der ältere der beiden Brüder zum Röntgen seines Unterschenkels in die Radiologie gebracht. Im RTW spitzt sich das Drama um dessen jüngeren Bruder derweil weiterhin zu. Ich sehe auf dem Monitor, flimmert er noch weiter? Ja, flimmert immer noch weiter. Okay, dann bitte erneuten Schock vorbereiten. Okay, Achtung, ich lade. Das ist jetzt der zweite Schock. Weg vom Patienten. Schocke jetzt. Zweiten Schock durchgeführt. Wollen wir mal wechseln. Ich sehe keine Besserung. Weiter Herzdruckmassage durchführen. Die Situation ist zunehmend kritisch. Carola, wie sieht's aus? Ja, also soweit ich weiß, haben sie gefunden. Ja. Das ist recht kritisch. Er musste reanimiert werden vor Ort. Also es dauert noch ein bisschen, bis sie kommen. Okay. Spät nicht gut. Okay. Dann müssen wir einen Moment warten. Okay. Also ich habe gerade eine Information bekommen, dass er sehr kritisch verletzt ist, weil er gerade reanimationspflichtig geworden ist. Ja? Aber ich habe ihm das ja erklärt. Ne? Es ist auf jeden Fall ein Arzt da, der wird auch gleich vor Ort sein. Im Moment ist er eben per Funke nur da. Ganz ruhig atmen, mal tief Luft holen, setzen Sie sich mal hin. Ne? Sie kümmert uns gut. Ne? Leider gehört es zu meinem Job auch dazu, schlechte Nachrichten zu überbringen, wie in diesem Fall, weil mir wurde dann gesagt, dass der Patient wirklich instabil sei und gerade reanimiert wird. Das musste ich der Ehefrau dann mitteilen und das ist für uns Ärzte auch immer wieder eine traurige Situation. Wenige Minuten vor Eintreffen des Notarztes entspannt sich die Lage im Rettungswagen etwas. Wir kriegen wieder einen Rhythmus. Sehr gut, Monitor ist stabil. Gut gemacht, Jungs. Danke. Hallo. Hi Jungs. Hi Alexander. Wie sieht's aus? Schlecht. Er war tachykard initial bei einer Frequenz von 200. Der Druck ist uns teilweise mal bis 85 ab, ja, gesagt. Dreimal wurde er geschockt. Der hat zweimal Adrenalin bekommen. Es fällt jetzt wieder ein Rhythmus rein. Radial ist er jetzt schwach tastbar. Okay. Der Patient ist vorerst stabil. Jetzt muss der Mann schnellstmöglich in die Notaufnahme gebracht werden. Dort ist sein älterer Bruder vom Röntgen zurück. Zuvor waren beide bei einer gemeinsamen Bootsfahrt verunglückt. Okay, also ich kann erstmal Entwarnung geben. Das Bein ist nicht gebrochen. Ja? Ich habe mit meinem chirurgischen Kollegen auch schon telefoniert. Der weiß auch schon Bescheid. Ne? Sie müssen aber aufgenommen werden auf Station. Was mit meinem Bruder? Genau, ihr Bruder, dem geht es gerade nicht so gut. Ja? Ich werde mich aber gleich noch mal drum bemühen, neue Infos zu bekommen. Ja? Mir ist noch ganz wichtig, dass wir einmal über Ihren Tetanus-Schutz reden. Wann sind Sie denn das letzte Mal gegen Tetanus geimpft worden? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Noch nie? Also nicht, ja. Gar keine Impfung? Ich könnte mich jetzt nicht erinnern. Letzten 10 Jahre nicht? Okay. Nee. Sollen wir doch komplett alle machen? Simultanimpfung mache ich. Ja, ja, okay, mache ich dann mal fertig. Genau, machen wir die mal bitte fertig. Auf dem Röntgenbild konnte ich eine Fraktur ausschließen. Wichtig ist dann aber noch immer zu fragen bei Fleischwunden, dass ob ein Tetanusschutz besteht. Das verneinte der Patient und konnte mir überhaupt keine Angaben geben. Deswegen war es mir sehr wichtig, da eine Simultanimpfung durchzuführen und ihn dann schnellstmöglich in die Chirurgie zu verlegen, wo die Wunde unter sterilen Bedingungen genäht werden musste. Jetzt kümmert sich Dr. Charlotte Engel in Ruhe um die verzweifelte Frau des zweiten Unfallopfers. Die 34-Jährige wartet sehnsüchtig auf eine Meldung aus dem Rettungswagen. Also er ist stabil. Oh, er ist stabil. Ja? Sieht gut aus. Sieht gut aus? Ja. Setzen Sie sich noch einen Moment mal hin. Ja?
Das ist ja jetzt, das sind ja wunderbare Nachrichten, ne? Natürlich. Ach, da ist er auch schon direkt. Kommen Sie mal mit. Hi. Hi. Wir haben hier den zweiten Patienten. Ja, ihr könnt sofort durch. Ja. Weil der Notarzt bei der Erstversorgung des Mannes nicht vor Ort war, übergibt in diesem Fall einer der Sanitäter den Patienten an die Ärztin der Notaufnahme. Wir haben ihn an der Böschung gefunden vom See, ja. Nicht ansprechbar, haben dann mit dem Basic Life Support angefangen, ja. Und im RTW dann mit Anweisung vom Telenotarzt Reanimation durchgeführt. Initial hatte der Tachykard bei einer Frequenz von 200. Mhm. Erster Blutdruck war bei 85, die Sättigung war bei 85. Und dann haben wir halt ganz normal reanimiert. Und dann kam irgendwann der Notarzt auf den Transport fertiggestellt. Und also jetzt ist er jetzt stabil. Als ich angekommen war, stabil, wieder im Sinusrhythmus. Und ja, von daher muss jetzt natürlich weiteres erfolgen. Er wurde schutzintubiert von den Kollegen, so wie es der Telenotarzt dann auch gesagt hat. Okay, kommen Sie mal eben mit raus. Das ist ja immer so viel medizinisches Latein. Sie dürfen sofort wieder zu Ihrem Mann. Durch die Unterkühlung, sein Herz war stehen geblieben. Ne? Wir konnten ihn aber zurückholen. Und jetzt ist er, wie wir sagen, stabil. Ne? Okay. Es dauert bestimmt ein bisschen, bis er wieder der Alte sein wird. Aber wir werden uns hier gut um ihn kümmern. Ja, jetzt halten Sie ihm die Hand. Das sieht so schlimm alles aus. Ja. Der Notarzt hat mir dann einen stabilen Patienten gebracht. Das hat mich sehr gefreut. Ich konnte die Ehefrau beruhigen und ihr sagen, dass es jetzt bergauf geht und dass wir uns hier in der Klinik am Südring jetzt perfekt um ihn kümmern können. Und sowas ist für mich auch immer dann eher ein schöner Abschluss. Mittlerweile hat sich der Patient vollständig von den Folgen der Unterkühlung erholt. Nach 2 Wochen konnte er die Klinik wieder verlassen. Die Beinwunde seines Bruders wurde erfolgreich gesäubert und genäht. Er durfte bereits nach 2 Tagen wieder nach Hause gehen.